Ja, das ist das Kraftwerk im Waldhammer, gespeist vom Biesling Ursprung. Zwei Francis-Turbinen, eine kleine und eine größere Maschine. Regelarbeitsvermögen 2,35 Gigawattstunden, 416 kW zusammen circa. Fallhöhe ca. 50 Meter. Hitzinger-Generatoren mit 500 Volt. Was man damals für den Betrieb braucht. Ja, und da sieht man schon das Einlaufbauwerk vom neuen Kraftwerk Kleinhammer. Durchlaufmenge ca. 2,4 Kubikmeter, 420 kW, Regelarbeitsvermögen 1,9 Gigawattstunden. Interessant ist da, der Generator ist in der Mitte, links und rechts wiederum eine kleine und eine große Maschine, um auch bei Niederwasser einen guten Wirkungsgrad zu erzielen mit der kleinen Maschine. Reines Einspeisekraftwerk, wird alles ins öffentliche Netz gespeist. Für den Betrieb wird nur das obere Kraftwerk verwendet.